Das aus Österreich stammende Kaltblut hat eine lange Zuchtgeschichte. Seinen Namen verdankt der Noriker der römischen Provinz Noricum, die grob das heutige Gebiet von Bayern und Österreich umfasste. Die Rasse lässt sich zurückverfolgen bis ins 15. Jahrhundert. Dort wurde dann das erste Zuchtbuch aufgeschrieben. Damit eine sehr, sehr alte Rasse, die ursprünglich ein Bauernpferd und ein Klosterpferd war und im Laufe der Jahre sich als ein leistungsfähiges Arbeitspferd entwickelt hat. Die Gründung der Rasse ist auf 5 Hengstlinien zurückzuführen. Vulkan, Nero, Diamant, Schaunitz und Elmar. Vor allem letzter vererbte den Norikern die beliebte bunte Fellfarbe. Man hat im Laufe der Zeit auch andere Rassen mit eingekreuzt, wie den Kladruber zum Beispiel. Daher auch die Ramsnase bei manchen Schlägen. Bis zu 800 Kilogramm bringt der gutmütige Noriker auf die Waage und ist damit unter den Kaltblütern eher ein Leichtgewicht. Sein Exterieur zeichnet sich durch einen kompakten und gut bemuskelten Körper und ein kräftiges Fundament aus. Somit ist der Noriker sehr trittsicher und wendig, zudem ausdauernd und ausgeglichen. Er ist sehr, sehr vielseitig. In der Freizeitreiterei ist er eigentlich komplett einsetzbar. Bei Wanderreiten, Distanzreiten ebenso. Westernreiten ist eigentlich eine Paradedisziplin für ihn, wenn es um Trailarbeiten oder auch der Riding geht. Also es ist wunderbar, mit den Pferden zusammenzuarbeiten, weil die in so einem Sozialverband zusammenleben und daher, wenn man selber so ein bisschen die Körpersprache der Pferde versteht, auch sehr viel und schnell den Kontakt zu den Pferden bekommt. Dieser erste Schritt, diese Verbindung zum Pferd zu schaffen, ist bei den Norikern wirklich auch extrem leicht gemacht durch ihre friedliche und ruhige Art. Am wohlsten fühlt sich das Gebirgskaltblut im Herdenverband. Da es zu den Robustpferderassen zählt, ist eine Haltung im Offenstall oder ganzjährig draußen kein Problem für den Noriker. Wer ein trittsicheres und ausdauerndes, robustes und kräftiges Pferd mit einem gutmütigen Charakter sucht, wird den Noriker lieben.